Ja. Ich höre zu. Angemietetes Airbnb-Apartment in Tarija, Bolivien. Schau mal hier, Wohnzimmer. So, Außentemperatur um die 0 Grad. Sagen wir schon nach um 9. Ja, sagen wir, es sind plus 2. Schau mal hier. Es ist sehr kalt, ja. So ist das. Es gibt keine Heizungen in Bolivien. Ja. So um die, für eine Woche angemietet, so um die 42, 43 Euro die Nacht. Irgend sowas war das. Hier ist die Küche. Ja, wie gesagt, 8 Tage ein bisschen eingekauft. So richtig einen Supermarkt hier nicht gefunden. Nur was Kleines, aber es gibt einen Hauptmarkt. Mercado Central, da gibt es alles. Preiswerter als im Supermarkt normalerweise. Jetzt haben wir hier 2 Zimmer. Paul und John schlafen hier. Gehen mal kurz hier am Balkon ran. Sieht nämlich ganz gut aus hier. Außenblick, das ist eine befahrene Straße. Aber okay. Ja, ist also Minusgrade nachts. Vielleicht das kälteste vom ganzen Jahr, sind wir jetzt gerade hier, vielleicht das kälteste seit Jahren oder jemals oder irgend sowas, hatten irgendwie die Leute gesagt. John, das ist Paul. So, 12 Grad am Tag. Ja, hieß minus 3 in der Nacht. Wobei, in 5 Tagen, da steht er schon wieder 30 Grad am Tag und 12 in der Nacht. So, hier ist ein anderes Schlafzimmer. Ja, ganz interessant, diese Dächer. Es ist eine Katze, die springt gerade nach unten. Das ist meine 79er. Die Handschuhe sind auch schon etwas älter. Ein Museum in San Lorenzo gewesen. Noch ein Zimmer. Das Ding hier zum Bügeln hatte ich bloß mal in der Hand gehabt. Sag ich mal, zusammengebrochen, auseinandergefallen. Da haben wir noch 2 Toiletten. Heißes Wasser, das ist gut. Überall heißes Wasser von einem Gasboiler.
Ja. Airbnb Apartment Darija, Juli 2024. Falls es jemanden interessiert, vielen Dank.